Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, heute möchte ich euch das Landfalldeck vorstellen, was natürlich um denselben Effekt gebaut ist und aktuell auch im Kaltheim noch Standard spielbar ist und auch noch einige Zeit spielbar sein dürfte. Und ja, wie es der Name schon sagt, es dreht sich natürlich um die Länder und die Effekte. Und mal ganz einfach gesagt, die wichtigste Karte ist der Schildkäferschwarm, den sich hier dreht. Der ist nämlich ziemlich geil. Solange man weniger als 6 Länder hat und 1 ins Spiel bringt, kriegt man zwar nur 1-1 Insektenspielstein. Hat man aber mehr und bringt ein Land ins Spiel, dann kriegt man einen neuen Schildkäferschwarm, der auch diesen Effekt hat. Das heißt, sagen wir mal, ich spiele ein aus und dann mein 7. Land. Dann habe ich 2 Schildkäferschwärme. Dann spiele ich noch Land, dann habe ich 4, dann 8, dann 16. Also es entwickelt sich exponentiell, solange man nichts dagegen tut. Natürlich machen das viele Gegner. Und das ist auch der große Schwachpunkt des Decks. Es ist verhältnismäßig langsam und anfällig auf Zerstörung und Schaden. Aber techmäßig zum Aufbau perfekt. Wir haben auch noch das Kühne Küken drin. Das kriegt immer +1/+1 Marke und Flugfähigkeit bis eines Zuges, wenn man ein Land spielt. Die Lotus Cobra, die dazu führt, dass man, wenn man Land spielt, ein Mana zur Verfügung hat. Mitternachtsohr kennt ihr mittlerweile wahrscheinlich alle. Eigentlich finde ich die genial. Für 3 Mana hat man dann, solange sie im Spiel ist, den Effekt Tapper, sie kriegt ein blaues Mana. Für 3 Mana kann man jeweils eine Stundenmarke drauflegen, wenn das Ding 12 hat. Dann mische ich mir unseren kompletten Friedhof und Deck wieder ins Spiel, bis auf diese Karte, die wird entfernt. Der Giebigmacher, massiv unterschätzt als Common, aber ein Landfalldeck extrem stark, denn der hat 2+1/+1 Marken und für 2 Mana können wir einen entfernen und ein Land ins Spiel bringen. So, das heißt, das können wir nur 2 nutzen, aber in Kombination mit der Felidar-Zuflucht können wir sagen, wenn ein Land ins Spiel kommt, lege auf jede Kreatur eine +1/+1 Marke. Sprich, wir zahlen 2 Mana, entfernen eine Marke von denen, kriegen ein Land. Dadurch, dass das Landspiel kommt, sagen wir, okay, dann kriegt halt jede Kreatur eine +1/+1 Marke und zack, hat er schon wieder 2. Man kann quasi mit der Kombination und 2 Lotus Cobras, wenn man die draußen hat, sprich alle Länder sofort ins Spiel ziehen. Habe ich bisher nur einmal geschafft. Soll man mit dem Schildkäferschwarm nebenbei aufpassen? Das ist zwar ziemlich geil, aber ich war bei irgendwas über 1000 Token. Das hat Spiel dann nicht mehr geschafft. Also wenn ihr merkt, dass es sehr, sehr lange ruckelt, hört lieber auf. Es ist ein geiles Gefühl, gebe ich zu. Aber ich habe es geschafft, dass das Spiel abgekackt ist. Und wir kamen auch in die Partie nicht rein. Wir mussten dann wahrscheinlich auch eher, ich weiß es nicht genau, bis zum nächsten Tag warten, ehe wir weiterspielen konnten. Gut. Riesenholzaufwallung als Spontanzauber, der hier schön reinknallen kann. Man bringt 2 Länder ins Spiel, zahlt man aber 8 Mana, dann kriegen auch alle Kreaturen 2+1/+1 Marken. Das mit den ganzen +1/+1 Marken, merkt euch mal, ihr seht gleich warum. Vorher noch Ashaya, Seele der Wildnis. Absolut genial, für 5 Mana echt übertrieben. Stärke und Widerstandskraft sind gleich der Länder, die man hat. Gut, in Landfalldeck klingt das jetzt erstmal relativ stark, aber in den zweiten Effekt wird es pervers. Nicht-Spielstein-Kreaturen, die du kontrollierst, sind zusätzlich zu den anderen Typen auch noch Länder und stärken ihn damit. Und das bedeutet, man kann diese tappen, um Mana zu kriegen. Genial auch der uralte Grünwächter. Man kann Länder aus dem Friedhof spielen, gut, das brauchen wir jetzt nicht so sehr, aber das zweite, wenn ein Land ins Spiel kommt und damit quasi Landfalleffekt auslöst, triggert das 2-mal. Wohnrankenriese, auch nicht schlecht. Erster Effekt für 3 Mana spielen wir ihn als Hexerei, suchen uns ein Land raus. Später können wir ihn für 7 Mana als Riesen spielen, dessen Angriff Widerstandskraft gleich Anzahl Länder ist. Mit ihm hier. Ziemlich geil mit den Kreaturen, die wir haben, außer den Token. Und jetzt kommt das, was ich sagte, merkt euch die +1/+1 Marken. Das ist nämlich die Wildholzgeiße. Die kriegt so viele +1/+1 Marken wie wir X zahlen, aber immer wenn auf eine andere Nicht-Hydra-Kreatur Marken gelegt werden, kriegt die genauso viele. Und ja, das ist halt extrem geil mit der Felidar-Zuflucht und so weiter, wo wir hier Haufen Token verteilen können. Dazu noch ein bisschen Mana, ihr seht, ich habe 26 drin, weil das Deck auch ein bisschen größer ist und sehr Mana-intensiv. Das Deck gibt immer nur so totaler Win oder totaler Fail. Läuft gut, dann hat der Gegner keine Chance. Läuft schlecht, kann man sich nicht aufbauen, ist vorbei. Gut, ich versuche euch das mal zu zeigen und ja, dann legen wir los. Unser erster Gegner heute ist Duck Doctor. Das ist natürlich ein geiler Name schon mal. Nebenbei, das habe ich nie erwähnt, aber es ist bei dem Deck immer so geil. Man hat entweder viele Länder, aber nichts Grünes, oder man hat nur ein grünes Land. Ich habe keine Ahnung, warum. So, wir drücken jetzt mal die Daumen, dass wir ein grünes Land ziehen, denn das ist die häufigste Karte im Deck.
also müsste die Statistik ja bald auftauchen. Ansonsten, naja, war es ohne Außerspäßen nichts gewesen. Sag mal ganz brav, hallo! Dann freut er sich, bevor er ganz gemein zu uns ist. Was macht denn eigentlich diese Sumse hier? Okay. Das ist mir zu technisch. Sie nehmen bei ein bisschen aus wie Kaladisch statt der Erfinder. So Leute, und ihr drückt ganz fest die Daumen. Das Schwarze, ja, ich weiß, von zeitlichen Reihenfolge her ein bisschen unmöglich, weil das Video erst danach gesehen wird und weil es kein Livestream ist. Aber gut. Ich kann ja fest dran glauben. Seht ihr, hat doch geklappt. Dankeschön. So, jetzt haben wir die Lotus-Cobra draußen. Das heißt, im nächsten Zug hätten wir 4 Mana. Damit können wir nichts anfangen. Aber wir können den Schildkäferschwarm spielen. Im nächsten Zug dann mal das. Der spielt Decktod. Das ist nicht ganz so schlimm. Sofern wir diese Ohr, die schon einmal weg ist, leider jetzt irgendwann ziehen. Schauen wir mal, ob wir ihn schockieren können. So, das eine zusätzliche Mana bringt uns ja eh nichts, von daher egal. Gut, er hat tatsächlich gedacht, dass wir es buffen können. Sehr schön. Geklappt. So, leider hat er Blau-Schwarz. Das heißt, unseren Schildkäferschwarm, unsere wichtigste Karte, wird uns schnell wegnehmen. Wir können also nur hoffen, dass wir die Mitternachtsuhr ziehen, bevor er uns Decktod macht. Oh, ja, die ist so mies. Die ist auch übertrieben, die Sau. So, angreifen brauchen wir nicht, ich denke, das ist klar. So, grün. Wir können jetzt nur versuchen, möglichst schnell quasi uns hier hoch zu pushen. Mit ihm ein paar Sachen nachzuholen. Vielleicht greift er sogar mit ihr an, wäre cool. Ja, so blöd ist er nicht. Oh, jetzt, oh, das ist echt bitter. Also, das als Starthand sozusagen, ne? Also muss man quasi mit Fortuna ins Bett gegangen sein, damit das wirklich klappt. Komm, jetzt hau noch einen raus. Na komm, schon mal eine kleine Ente. Das gibt's nicht. Also, das ist echt nicht mehr feierlich. Ja, die zweite Ohr weg. Also das ist echt Wahnsinn. Da fehlen mir die Worte. Komm, jetzt noch eine Ruinengrabe und ein Land raus. Oh, schade. Nur 6 Karten weg. Ist ja fast schon angemessen. Komm, greif an. Trau dich. Ach, er ist nicht doof. Jetzt gedacht. So, wir brauchen auf jeden Fall... Was brauchen wir denn? Erstmal noch eine Ebene. Ja, ist egal. Ja, grün. So, wir können auf jetzt Länder aus dem Friedhof spielen. Haha. Sagen wir so, wir haben immer ein paar Länder auf ein paar Vorrat. Boah, ja, das haut so rein. So schön bunt hier. Okay, folgendes. Wir hauen jetzt unseren Schildkäfer nochmal raus. Was hauen wir dann noch raus? Ich würde sagen, Insel. Im Wald. Komm, wir brauchen eh grün. So, Haufen Triggers. So,
So, wie viele Mana haben wir denn jetzt? Wir haben 3, 4, 5, 6. Das sparen wir uns noch auf, würde ich sagen. Ja, wir müssen dann nächstes versuchen, vernichten, den Angriff zu machen. So, aber ihr seht, dass mit dem Schildkäfer-Schwarm ist ziemlich geil, wenn es klappt. Deswegen entweder gewinnt er nächsten Zug oder wir. Leider habe ich das Gefühl, dass er gewinnt. Aber wie gesagt, das mit als Stadthand, das ist einfach nur geil. So, das dürfte die letzte Runde sein. Sprich, wir haben sowieso eine Fähigkeit oder die Möglichkeit, ja, zack, nochmal. Die Möglichkeit, so zu gewinnen. Wenn überhaupt. 9 Karten noch wegmachen, ja. Immer wenn ein oder mehrere Räuber, mildt jeder Gegner 2 Karten. Oh, noch so viel Mana, das ist alles so billig. Ja, wir leben noch. Und er müsste tot sein. Ja, er kann nicht mehr gewinnen. Er hat kein Mana mehr. Wir können durchrushen mit 24 Käfern, die wir jetzt gleich noch buffen. Aber er wartet. Worauf wissen wir nicht? Okay. Eigentlich sollte jetzt was triggern. Gut, dankeschön. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ihr habt gesehen, es ruckelt jetzt schon. Deswegen, ich spiele jetzt nicht mal sinnvoll, sondern nutze einfach das hier. So, sind keine Länder mehr da, ist mir aber egal. Es ging mir nur um die Plusmarken. Und jetzt haben wir auf jeden Fall gewonnen. Denke ich zumindest. Deswegen gutes Spiel, habe ich glaube ich schon gesagt, ne? Schön wäre es, wenn er natürlich jetzt nicht aufgeben wird, damit wir den Schaden sehen. Macht er aber nicht. Aber er kann nicht genügend blocken, also er kann 6 blocken. Das heißt, es kommen das sind mindestens 30 Angreifer, 24 mal 3 Schaden durch, selbst wenn wir nicht gebufft hätten, jetzt gereicht theoretisch, glaube ich. Willst du nicht genau nachzählen? Ach komm, du hast keine Option mehr, Kumpel. Wäre schön, wenn wir mal den Schaden sehen würden, aber aufgeben ist mindestens, was ich verlangen kann. Nicht jetzt einfach Zeit ablaufen lassen. Das nehmen wir, was ich vorhin meinte. Das Deck baut sich auf und wenn man den Schildkäfer am Leben bleibt, dann rockt das auch. Nebenbei, wenn ihr das Video seht, ich hoffe, ihr seid nicht so drauf, dass ihr... Genau, so ist es richtig. Zack, bam. Ja, minus 80. Das rockt, ne? Gut, das war unser erster Sieg. Unser zweiter Gegner ist Rockstomper. Na, mal schauen. Hey, mal 3 Länder und davon sind sogar 2 grün. Gut, wir haben eine weiße Karte einfach auf der Hand. Was soll's? Bei einem dreifarbigen Deck ohne Mischländer kann man das auch mal akzeptieren, wenn es so ist. Wichtig ist, dass wir grün haben. Okay, er hat ganz oft Mulligan gemacht. Und hat auch nicht Hallo gesagt, aber darum geht's nicht. Das heißt, er muss eine geile Hand haben. Ich habe gestern eine Kombi gesehen, die war cool. Da hat einer einfach nur eine Kreatur gehabt, wenn sie stirbt, kommt sie als 5-5 Dämon wieder, wenn sie irgendwie aus dem Friedhof spielt oder so. Naja, Kleriker. Und ja. Das hat ziemlich gut funktioniert gehabt, weil erstens seinen zweiten Zug direkt wiederbelebt. Und quasi stand schon zweiten Zug eine 5-5 Liga, glaube ich, war so gegenüber. So, was ist uns wichtiger? Dass der schwach bleibt? Ich würde sagen, ja. So. Haha, stimmt. Ja, was muss hiermit? Wenn er keinen Zerstörungszauber hat, dann läuft's. Wenn er einen hat, naja, Pech gehabt, ne?
Ich meine, der ist so geil, ne? Also, momentan sind Kleriker seit auch jetzt der neuesten Edition Kaltheim mit dem geilen Engel, der auch Kleriker ist, dazu so krass geworden. Also, sie waren ja schon vorher krass, muss ich dazu sagen. Aber da jetzt quasi überkrass. Ich versuche euch das dann auch mal in den Kleriker zu zeigen, was ich momentan versuche zusammenzukriegen. Aber wir bleiben jetzt erstmal hier bei dem Thema. So. Greifen natürlich nicht an, das ist, denke ich, klar. Überlegen nur, welche Länder wir spielen. Ich glaube, wir spielen erstmal eine Ebene. So, dann haben wir 4 Mana. Das kommt am Ende eigentlich immer besser. Und ich denke, das kommt gut. Dann können wir nämlich noch den rausziehen. So, im nächsten Zug haben wir dann 6 Mana. Mit denen können wir Land rausholen, dann können wir den noch spielen. Und dann triggert auch sein Effekt, ne? Nein, nein, und. Falls 6 oder mehr. Das ist dann 6, glaube ich. Einfach nur, damit wir nicht zu viel Schaden kassieren, blocken wir den weg. So, Land raus, zack. So, 6 Mana. Zum uns nochmal ein Wäldchen raus. Bam, da ist er. Die Frage, ob er den stärker kriegt. Den kann ich so und so wegblocken. Den wird ich mit einer Beliebig-Maker machen oder wegbekommen. Okay. Das heißt, wir können uns im Flieger schon mal angreifen. Das nehmen wir nicht, der super geile Kleriker, aber der ist halt auch geil, ne? Können wir nichts gegen machen. So, da jetzt was Verliegendes hat, müssen wir uns quasi beeilen. Ja, den müssen wir ihn eh wieder erstmal wegkloppen. Wir müssen versuchen, momentan hier möglichst wenig Schaden rauszufügen. Wir müssen seinen HP aber noch runterkriegen, weil wenn er über den seinen Wert kommt, wird es echt eklig. Ah, Länder, die Spiel kommen, haben doppelte Effekte. Das ist natürlich jetzt sehr verlockend. Und er kann Fliegen blocken. Wisst ihr was? Wir versuchen es. Wir vertrauen jetzt. Machen wir einen auf die Höhe, Vertrauenswert der Karten. Wenn er jetzt was hat, um ihn wegzuhauen, naja, hat er halt was. Aber wir verdoppeln unsere Effizienz dann in den nächsten Zügen, wenn es klappt. Weil halt. Ja, genau. Wird dann quasi immer doppelt ausgelöst. Das ist also dann nicht mehr exponentiell, sondern doppel-exponentiell. Was extrem geil ist. Ich habe natürlich jetzt Angst, dass er uns irgendwie wegknallt, schnell noch. Ja, der darf nicht an Leben kommen. Frage ist, greifen wir an? Wir haben nicht genug Angreifer, oder? Wir greifen nicht an. Wir haben den kleinen hier raus. Das ist okay. So, dann haben wir noch wie viel Mana? 5. Das heißt, wir können noch einen hiervon raushauen. Und spontan noch ein Land mit dem holen. Dann kommen die nochmal ins Spiel. Okay. Geil ist halt, dass das spontan funktioniert. Ja klar. Läuft.
Aber definitiv entferne ich hier eine Marke. So, was holen wir uns? Ich würde sagen, wir nehmen noch einen Wald einfach. So, plus 1 Magen und Wachsamkeit. Geil. Jetzt haben wir unser Endlos-Kombi. Müssen noch drauf aufpassen. Brauchen, glaube ich, immer grün, ne? So, wie gehen wir vor? Wir dürfen nicht nur mit denen angreifen, weil dann kann er den einsetzen. Wir müssen mit allen angreifen, die uns nicht extrem wichtig sind. Erstaunlich, dass er das nicht, dass er da nicht mal ein 7-7, aber klar, die sind schlimmer. Ja gut, dann kriegen wir erstmal weit genug runter. So, jetzt kann nämlich nicht den erstmal einsetzen. Ja, er sagt gutes Spiel. Ich glaube, er denkt, dass wir gewonnen haben. Ich glaub's noch nicht. Im nächsten Zug kann ich ihn nicht wegrocken. Wenn er alle wegblockt von mir. Ja, er gibt auf. Na gut. Okay, war unser zweiter Sieg. War spannend gewesen, muss ich gestehen. So. Unser dritter Gegner ist Mr. Pevney. Pevney? Ich weiß nicht genau. Okay, das sieht ja richtig schön schlecht aus. Wir müssen einfach hoffen, dass wir Land dazu kriegen, weil dann können wir die raushauen. Und dann mit dem Land eine andere Farbe erzeugen, egal was da ist. Na gut, wir versuchen es. Ja, bei dem Deck wäre es eigentlich schon schön, wenn man mit drei Ländern startet, wobei man wenigstens zwei verschiedene Farben hat. So, wir machen mal brav. Hallo! Ja, okay. Sonst fehlt mir grün, obwohl es am meisten drin ist. Aber wie gesagt, wir kommen dann zumindest hierhin, dass wir die Felidar-Zuflucht raushauen können. Können natürlich auch direkt das Land raussuchen. Schwer, schwer, schwer. Ja, der ist sowieso geil, weil ich selber. Das ist natürlich geil. Hilft mir das? Jetzt muss ich überlegen. Zack, dann hätte ich trotzdem 4 Mana, um das zu spielen. Okay. So, bestimmt natürlich weiß. Wenn wir die Felidar-Zuflucht raushauen können, damit unsere zukünftigen Länder uns Spielsteine und Plus-Plus-Magen geben. Also Kleriker sind nebenbei aktuell das absolute Nonplusultra. Räuber sind dann auch noch ziemlich geil geworden, aber Kleriker sind einfach mega übertrieben. Auf eine Kreatur dann auf den. Ne, blocke ich definitiv nicht. Ja, jetzt wird's geil. Jetzt muss ich nur überlegen. Wir haben dann 3, 4, 5 Mana. So. Müssen wir so rummachen. Spielstein erstmal. Dann müsste mir noch weiß. Wir können die zweite Felidar sofort raushauen. So, und der nächste können wir uns auf jeden Fall ein weißes Land rausholen. Nö, wir nehmen den Schaden erstmal in Kauf. Müssen uns aufpushen. Oh, das ist jetzt krass. Ein Problem, wir können ihn nicht spielen, weil wir brauchen erstmal wirklich Länder. Habt ihr Wachsamkeit? Wenn ich das mache, kriegt ihr Wachsamkeit. Lass mich kurz überlegen. 2 Länder, wenn ich das so mache. Ich
muss ja nur einmal triggern. Ja, pass mal auf, wir machen das so. Nach bis zu 2 Standardländern bringen sie getappte Spiele. Zu den 2 Ebenen. Zack. Hey, zack. Noch eine. So, jetzt triggert, dass er sein Kind, ne? So, erzeuge ein 2-2 Katzenspielstein. Was wird jetzt zuerst verrechnet? So. Dann kriegen wir noch 2 Mana, das hilft uns aber nichts. Ach doch, warte mal, mit Weiß. Kriegen wir den zumindest noch raus, ne? So, die können nämlich angreifen, die haben Wachsamkeit. Müssen uns fragen, brauchen wir den noch? Die Antwort lautet, nee. Dann werden wir den anderen vielleicht los, mal schauen. So, jetzt kann man schon ein bisschen was zum Wegploppen. Er wird bestimmt nicht angreifen. Doch. Überraschend. Ja. Jetzt müssen wir kurz überlegen, wenn wir es so machen, stirbt auch nur einer. So. Gleiches wäre hier, aber er hat bestimmt was zum Buffen. Wir schauen mal. Wenn ich die beiden zusammenlege, sind es 5. So, schauen wir, was er draus macht. Das konnte ich jetzt nicht alles lesen. Ich hätte doch, du konntest ein Plus 1 als okay. Mhm. So, wenn wir den spielen, gilt er als Land. Und alle anderen können wir für Mana tappen. So, ein Spielstein. Und dann kriegen alle Wachsamkeit, oder? Ach, falsch gemacht. Ach, verdammt, ich krieg das nicht auf die Reihe. Gut. Okay, laut aufgeben. Dann war das unser dritter Sieg. Ja, damit sind wir durch. Ich hoffe, es war für euch interessant, das Deck zu sehen. Wie gesagt, das kann sehr schnell sehr stark werden, aber es kann halt auch relativ schnell schief gehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann wiedersehen, wenn ihr mir mit einem Like zeigt, dass euch das Video auch gefallen hat. Und ansonsten sage ich, ja, mögen wir uns bis zum nächsten Mal wiedersehen, mögen euch die Gaming-Götter hold sein und tschüss!